hier meine Superattacke benutzen. Sonnengestöber. Na, wo bist du? So, Schatten. Da ist wieder so einer dieser Schatteneisenwächter, die können wir dann auch gleich platt machen, nachdem wir das gemacht haben. Ah, das sind zwei starke Ghouls. Hui! Hui, Sonnengestöber! Irgendwie kriege ich nichts dazu gerade. Wie dazu? Kann es sein, dass du dein Quest schon fertig hast? Nee. Nee, oder? Geht mir vielleicht gerade zu langsam. Willst du den Drachensplitter oder soll ich den nehmen? Nimm ruhig, wenn du willst, ist mir egal. Ich klicke immer auf die 6 bei Drachensplittern, dann kommt diese Gear-Verhältnis da und dann kann man... Dann kriegt's irgendwer. So. Wir brauchen immer noch Dorfbewohner und starke... Hä, wieso brauchen wir das so viel? Weil wir so ein hohes Level haben, oder was? Also ein hohes Level haben wir echt gar nicht. Ja, im Vergleich zu den Dorfbewohnern halt, meine ich. Oh. Ich habe noch einen gefunden hier außerhalb der Stadt. Hier ist ein starker Ghoul. Ah, jetzt... Nee. Ja doch, es kommen mehr dazu. Es wird gezählt. Ich war gerade außerhalb. Ich sehe keine starken Ghouls mehr. Ich war gerade außerhalb der Map. Ja, hier lass den, dann lass den Schattenwächter kurz killen mit. Schon in dem Weg. Ja, dann komm mal zu mir hier. Schattenwächter, das Riesenvieh hier. Wie soll ich da zu dir kommen, wenn ich gegen den Schatten? Wo bist denn du? Na, in meine Richtung laufen. Na, ich bin doch schon an dem großen Turm. Willst du mich verarschen? Ich kämpf doch schon längst gegen den. Oh Gott. Ich sage, lass den Schattenwächter machen und du sagst, komm zum großen Turm. Wo ist denn da der Sinn? Ja, da war ich schon längst woanders. Da bin ich schon wieder weitergerannt. Gut, okay. Ja. Achso, ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Stirb doch bitte einfach. Mach's uns nicht so schwer, Baby. So, ich habe Gyllias Feder, mache ich auf Bedarf. Und Feldschiefel mache ich auf Bedarf und 3 Skurrilixenzen habe ich bekommen. Du hast beides bekommen. Ich habe jetzt die Feldstiefel. Nee, ich habe nur die Feldstiefel. Nee, du müsstest auch die Feld. Du hast gut. Nee, die Feder hast du bekommen. Achso, du hast nochmal. Du hast nochmal gewürfelt, achso. Nee, ich habe die Feldschutzstiefel erwürfelt, wobei mir die gar nichts bringen, weil das eine schwere Rüstung ist. Ja, ich habe aber. Die habe ich ja vorher gehabt. Die habe ich vorher auch gewürfelt, keine Ahnung. Ach, ich raff das noch nicht so ganz. Ich steig da noch nicht so ganz durch, was die... Tarnrüstung habe ich bekommen. Ach, warte mal. Wir müssen jetzt Chucks Alchemist. Warte mal. Ja, bin schon dabei. Die stehen hier rum. 4 Stück brauchen wir insgesamt. Ach, es kann sein, dass wir vielleicht mehr brauchen, weil wir, weil wir in der Gruppe sind, weißt du wie? Ja, wir brauchen wesentlich mehr. Wir brauchen nämlich 8. Ach, das... Darum brauchen wir so lange. Weil wir doppelt so viele brauchen, weil wir 2 Leute sind. Und ich habe auch rausgefunden, wie das mit den Dungeons funktioniert. Der Gruppenleiter rennt zuerst in den Dungeon rein, gibt da dann die Schwierigkeitsstufe ein und dann rennt der Rest der Gruppe hinterher. Ach so. Ich war nämlich vorhin mit einem Level 90er in einem Dungeon drin. War ziemlich langweilig, weil ich eigentlich nur hinterher gerannt bin. Ich kam gar nicht zum Angreifen, da waren die 4 schon tot alle. Ich hab hier Feldbeinschutz, das ist eine schwere Rüstung, weiß nicht, brauchst du das? Mach einfach auf Bedarf, ich tue jetzt einfach alles komplett auf Bedarf machen. Dann würfelt das Ding irgendwas aus und zum Not... Ich kann damit nicht anfangen. Ja, zum Not können wir es eh noch auf für Transaktionen umändern. Hier ist noch ein Alchemist. Und vorm, geh mal hinter das Stadttor, da müsste auch noch einer sein. Da, das Stadttor, und welches Stadttor? Andere Seite, nicht da wo wir reingekommen sind, sondern die andere Seite, da müsste auch noch einer stehen. Müsste dann auch der letzte sein, den wir brauchen. Ne, ich hab schon den letzten. Okay. Hier, da ist unser Bossgegner. Go, go!
Die beiden müssen wir killen, dann haben wir beide Quests erledigt. Ah, ich hasse das, wenn ich weggedrückt werde von den Viechern, ey. Ich sehe die nicht, wo sind die? Ach da. Es wäre nett, wenn du die nicht wegdrückst. Ich habe nämlich gerade meine Attacke vermasselt, weil die weggedrückt wurden davor. Oh, stirb doch einfach. Oh. Warte, Achtung. Oh, hier können sie ja nicht wirklich wegfliegen. Nö. So. Kettenschussklinge ist für dich, die gebe ich dir. Drachensplitter. Ja, acht drücken. Ja, habe ich gemacht. Du acht drücken, ja, du... ja, habe ich schon gemacht. Chill doch, habe ich gemacht. Okay, gut, das... So. Talisman. Ja, das war's. Wir haben alle drei Quests gemacht. Jetzt können wir zurückgehen und unsere Quests abholen. Whee! So. Nicht wegdrücken, vorlesen. Vielen Dank, Narymer. Plünderer heißt er übrigens nur bei uns. Seine eigenen Leute nennen ihn einfach Gallica. Ich vermute, dass das eine Art Apuria-Rang ist. Wie dem auch sei, wir sind euch eurer Hilfe sehr dankbar. Hier eure Belohnung. Ihr habt nicht genug Platz im Rucksack. Wie ich diesen Spruch hasse. Ja, jetzt bekomme ich erstmal das ganze Zeug hier, was ich von den Missionen bekommen habe. Oh cool, ich habe eine bessere Hose bekommen. Und einen Drachensplitterbeutel habe ich bekommen. Nice. So, hier, das haben wir ja schon vorgelesen gerade. Und wieder muss ich mich bei euch bedanken. Ihr habt die Schwarznacht wahrlich beeindruckt. Dankeschön. Und wir stehen in eurer Schuld, aber wir haben leider keine Zeit für große Ehrenfeste. Wie immer lässt das nächste Problem nicht auf sich warten. Ja, das ist mir klar. Die Apurias lassen mir keine Ruhe. Von dem Ausgehenden, was ich über sie weiß, muss es jemanden geben, der über ihnen steht und sie steuert. Ohne Anführer wären sie doch auseinandergestoben wie die Ratten, die sie sind. Wir sollten von hier aufbrechen und ihren Spuren folgen. Ich bin sicher, sie führen etwas im Schilde. Trefft mich vor dem Samoer Wasserbrücke östlich von hier. Na klar. So. Übrigens, der Brax Quinster, der wird uns noch ewig lange verfolgen. Der Typ ist wirklich einer unserer Hauptquestgeber, der... Ich will nicht wissen, wie viele Quests ich mit dem gemacht habe. Es ist unglaublich eigentlich. Ja, okay, ne. Ja, den müssen wir ja finden, ne? Ja, da gibt's... Wir kommen dann später in so ein verwüstetes Gebiet, wo 5 Trilliarden von diesen Ratten sind. Da kommen dann noch Bossratten dazu und Rattenratten und gerattete Rattratten und... Was weiß ich nicht, Ratten und Ratten, die Ratten waren. Wenn du verstehst, was ich meine. Also rattige Ratten. Rattiger geht's gar nicht mehr. Kannst ja mal erraten, was ich meine. Haha. Alter, das ist ein übelster Auflauf. So, dann verkaufe ich mal den hier. Dann verkaufe ich mal das da. Da. Ich habe einen Glücksbringer gefunden. Das ist cool. Was verkaufen wir denn noch? Sonst anscheinend nichts. So. Yay, ich kann wieder Zeug machen. Ich mach mal 4 Rohstreifen. Dann steigt man noch ein paar Level auf. Vielleicht. Oh, nee, komm mal, schade. Ich dachte, wir kommen Level 13 in der Schmiedekunst. Wäre schön gewesen. Aber leider nicht. Dann tun wir schnell mal unsere Wasserweidenstöcke noch verarbeiten. Und da können wir sogar noch einmal Rohstreifen machen. Nee, doch. Einmal Rohstreifen können wir noch machen. Das war auch geil. So, das siehst du. Und... Oh, hier ist so ein kleiner weißer Drache. Oh. So cute. So cute. Cuteness Overload. Ey, ich bin Level 16. Habe ich nicht vorher, ich habe doch vorhin viel mehr EP gehabt. Ah, ich bin Level 17.
Hey, cool, ich kann mein Ding... Ich habe auf dein Level geguckt. Ich kann mein Paket wieder benutzen. Yay! Ich habe eine Feinst... Ja, ich level mich hier gerade noch in der Zombie-Stadt. Das geht ganz gut. Ich habe eine Feinstlevelung bekommen. Ich habe einen Hammer bekommen, der ist aber nicht so stark wie meiner. Und eine Kette, aber auch die ist nicht so stark wie meine. Kannst du Amulette benutzen? Amulette, ich glaube nicht. Müsste ich gleich mal nachschauen. Warte, wenn du dich nicht weiter levelst, dann komme ich mir in der Stadt recht schnell auf Level 17. Ja, ich bin schon Level 17,5. Ja, na dann lass mich hier einfach fix in der Stadt noch ein bisschen leveln, das geht hier eigentlich recht schnell. Ja, dann fliege ich mal kurz zurück, weil ich will mal kurz in die Bank. Und dann tue ich in der Bank mal ganz kurz mein ganzes Zeug einlagern. Kostet ja nur 20 Gold, dahin zu fliegen ist so kein Ding. Dann sammle ich mir vielleicht noch ein paar Dinge. So. Das Schöne an dieser Einstellung ist, dass man jetzt wirklich sieht, wenn mal einer vorbeikommen sollte hier bei mir, der wirklich mal ein höheres Level hat, dann kann ich, sieht man das auch sofort, was der für ein Level hat. Dann tun wir mal das hier auch mal gleich mit reinlegen. Dann lege ich mal die Verfeinerungsessenzen mit rein. Die brauche ich auch gerade nicht. Dann lege ich jetzt einfach mal das hier alles. Moment. Doch. Ich lege jetzt einfach mal das hier alles, was wir hier haben, lege ich mal komplett hier rein. Alles, was so grün ist. Ist das für ein Quest? Ne, das ist Rohmaterial, genau. Spiegeliges Fragment ist Teil eines Questes. Das brauche ich nicht weglegen. Das da kann ich noch weglegen. Die in Andalusit kann ich noch weglegen, weil da weiß ich gar nicht, was das sein soll. Jugend, allgemeines Item, kann ich weglegen, das kann ich weglegen. So. Dann können wir das da weglegen, weil Level 19, da reichen wir nicht so schnell. Und dann haben wir jetzt hier noch 4 Items, das kann ich gar nicht verkaufen hier, gell? Genau, das kann ich nicht verkaufen, deswegen lege ich das auch gleich weg. Tränke brauche ich momentan noch nicht, deswegen lege ich die auch weg. Spiegeliges Fragment, ja, okay. So, dann haben wir noch 2 Items jetzt. So sieht das noch gut aus. So gefällt mir das. So. Dann schauen wir mal ganz kurz, dass wir hier noch leveln können. Dann gehen wir auch ein bisschen auf Stärke. Ich kriege von diesen Aquila, keine Ahnung, wie heißt, von diesen komischen Rattensuchern, kriege ich hier die ganze Zeit Gewürze. Ja, die geben Gewürze. Das kannst du dann benutzen für das Quest mit der Frau. Ja, aber ich dachte, die Gewürze kriegt man nur, wenn man die Quest wirklich angenommen hat. Ne, die Gewürze gibt's auch so, das ist ziemlich gut. Also, dass wir den Schwein haben wir ja ausprobiert, das geht nicht, weil du Schweine erfangen musst. Aber die Gewürze gibt's auch so. Ja, deswegen. Also, das mit den Gewürzen ist ziemlich geil. Ach, da, wahrscheinlich, weil du die selber nutzen könntest. Ja, genau. Und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, dass man das mit dem Schwein so machen könnte. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt einfach mal Gewürze sammeln, bis ich abkacke. Oh, während du da rumrennst. Weißt du zufällig, wer dir die Gewürze gegeben hat? Waren das die Angreifer? Nein, die Sucher. Sucher. Die gibt's wahrscheinlich nur in der Stadt, gell? Ja. Na, auch kein Problem, dann gehe ich halt in die Stadt. Oder, da ist eine Erzader, die hole ich mir ganz kurz. Ich hau trotzdem mal den Grabräuber tot und guck mal, ob der mir vielleicht was gibt. Aber der gibt mir gar nichts. Yay, was haben wir denn hier? Eine unverfeinerte Erzader. Und da kann man 2-mal draufklopfen. Da kann man 3-mal draufklopfen. Oh, ich liebe es, wenn man 3-mal auf so ein Ding draufklopfen kann. Schade, nur 3-mal. Und da ist sogar noch Duraldo Driller. Dann hauen wir hier ganz kurz mal den Boss-Mob kaputt. Während der Wolke da drinnen steht. Der gibt nur 19 XP, gell? Also ja, nee, es geht mir um die Skurrilixenzen. Gibt der, glaube ich, gar nicht mehr ab. Doch, doch, ich habe letztens wieder was bekommen von ihm. Ja, na, ich hatte den nämlich vorhin gekillt, ich bin mir nicht sicher. Was gibt der mir? Fragmente vom Sternenhunds Tagebuch. Sieht aus wie eine Seite, die woanders fehlt. Vielleicht könnte ich ein vollständiges Dokument wiederherstellen, wenn er die anderen Seiten findet. Lol, was das denn? Das ist orange, das Item. Das muss mega selten sein. Habe ich noch nie gehabt, ein oranges Item.
Schau mal, kickst du mal an, wa? Geil! Freu mich gerade. Jetzt schau ich mal, ob dein Mega-Huhn noch hier irgendwo rumrennt. Müsste. Skurrile Gesenzen hat er mir leider nicht gegeben. Ich hab ein Drachenzahnfragment. Was ist denn ein Drachenzahnfragment? Die sind ziemlich... Ich glaube, die kannst du entweder zum Craften benutzen, ja. Oder die sind recht... Auf jeden Fall sind die mega viel wert. 295 würde ich bekommen. Häufig bei der Fertigung von blauen Items verwendet, geeignet für Item Level 1 bis 16. Die findest du wirklich verdammt selten. Die würde ich an deiner Stelle nicht weggeben. Ja, die bring ich dann zur Bank. So, ich komme mal in die Stadt und sammle Gewürze mit. Lal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 
wirklich die meisten Level 90er Outfits sehen mega scheiße aus. Also jetzt ganz ernsthaft. Sind bestimmt stark, aber echt, die sehen mega dämlich aus. Tja. Soll wahrscheinlich nur zweckmäßig sein. Dafür sehen die Drachen umso besser aus. Ja, da hast du recht. Gut, ich meine, er wirklich bis Level 90 spielt, der achtet doch nicht mehr auf Aussehen, ne? Der will wirklich was erreichen. Muss man mal aus der Position sein. Ja. So. Er hat den Wolke gerade wieder rausgehauen. Ja, ich wollte gerade sagen, das Spiel Nee, auch bei Dings. Auch bei Teamspeak hat sich kurz rausgehauen. Ich habe das bei mir eingestellt, dass wenn du mit mir redest, dass mein Spielsound leiser wird. Und deswegen immer, wenn mein Spielsound wieder lauter wird, weiß ich, dass dein Team abgekackt ist. Ja, wie gesagt, das ist halt hier einfach mit der Internetverbindung. Otto kriegt es einfach nicht hin. Was, Otto? Auch bei schlechten Wettermann. Genau, Otto. Einfach auch mal bei einer guten Internet, auch bei schlechtem Wetter einfach mal eine gute Internetverbindung herzustellen, scheint nicht möglich zu sein. Ach so. Man sagte mir, das muss so sein. Ach so. So. Ja gut. Ich kenne ja Otto auch persönlich und der sagte mir, das soll so sein. Verärgerte Kunden sind immer die besten, ne? Ja, das ist sowieso. Da setzen ja Vodafone und so besonders viel daran. Besonders lieb, verärgerte Kunden zu haben. Soll eine große, ja, soll, das soll eine große Marketinglücke sein. Drinne und nichts. Was, du bist im Spiel und nichts was? Du stirbst übrigens gleich, gell? Ja, ich kann gerade nichts machen. Ja, du bist tot. Ah, oh, jetzt. Oh, okay. Ja, jetzt. Oh. Klasse. Sie sind gerade gestorben. Du, falls es dich interessiert. Ja, toll. Wiederbelebt. Aber unter Level 15 gratis. Na, ihr seid ja lustig hier. Ja, ich glaube, du verlierst ein bisschen. Nee, mach das nicht. Nimm mir einfach das zweite Wiederbeleben, das ist immer noch kostenlos. Ich glaube, du verlierst da ein bisschen Level oder sowas. Ja, dann bin ich wieder Level 15. Was? Nein. Wisst ihr, wie oft ich schon mit Level 30, mit Level 20 gestorben bin? Okay. Du verlierst. Ja, weil da stand unter Level 15 ist es gratis. Ja, dieses obere so. Wiederbeleben. Es gibt zwei Arten. Es gibt einmal das Wiederbeleben am nächsten Checkpoint. Und es gibt einmal das auf der Stelle, da wo du gerade stehst, wiederbeleben. Und das ist bis Level 15 gratis gewesen. Wo bin ich hier? Höchstwahrscheinlich am Pionhof. Ich bin hier, wo... Ich frag mich nicht, was das ist. Ich bin hier bei so einer komischen... Ach, du bist bei der Mühle gelandet. Lauf einfach... Samor Wasserbrücke. Ja, ja. Lauf ein... Warte mal. Warte mal. Lauf einfach einmal komplett drüber über die Brücke und dann nach links. Ja, ich weiß, ich habe gerade drauf geschaut, deswegen. Eos hier. Ja, das wären unsere. Drehen im Zeug drum. Das wären unsere nächsten Quests, da müssen wir später hin dann. Das sind unsere nächsten Orte, wo wir dann hin müssen. Hier stehen vier Typen mit Quests. Ja, und jeder von denen hat 2-3 Quests, also das wären da nochmal ungefähr 20-30 weitere Quests. Also an Quests mangelt es in dem Spiel wirklich gar nicht. Ah, okay, hier kann ich wieder besser. Nein. Und wie viel Prozent von deinem... Jetzt läuft ja schon wieder nicht. Ja, bei dir geht gerade ein Memmige. Zuschauer, dass ich ein bisschen lauter werde. Aber... Ich denke mal, ihr wisst, wie das ist, wenn man zocken möchte und hier funktioniert einfach nichts. Kennt sich ja jeder. Oh, zu glückliche.
echt erstmal bei scheiß Wetter habe ich hier totale Internetprobleme, bin nur am Ausrasten. Es geht hundertprozentig voll auf meinen Blutdruck hier. So. Wir machen uns mal auf den Weg, mal schauen wie viel. Ich frage mich wirklich, wie kann man es denn als so großer Internetanbieter eigentlich nicht schaffen, eine stabile Leitung herzustellen, auch bei schlechtem Wetter? Naja, das ist halt so, wenn du dir eine schwache Leitung kaufst, dann musst du mit negativen Dingen ausgehen. Ist zwar nicht so gedacht eigentlich. Mit der schwachen Leitung. Ja, du weißt dann, wie es ist. Umso besser du deine Leitung, umso weniger Probleme. Das ist eigentlich nicht so gedacht, aber es ist halt so. So ist das Leben. Ich meine, selbst bei einer schwachen Leitung muss es nur du doch schaffen, dass die wenigstens die schwache Leitung stabil ist, oder? Also, ja. Ich denke mal eher die Sorgen dafür, dass die Starkleitungen stabil sind. Weil das ja da auch die Leute sind, die mehr zahlen, weißt du wie? Ach, ich konnte ja noch einen Quest abwenden. Ah, ne. Okay, mal schauen. Alle Leitungen stabil sind, schade. Egal. Keine Ahnung. Aber auch nicht so die Zeit und die Muße dafür und kenne mich da auch einfach viel zu wenig aus, um da jetzt... Ja, das war der Grund, warum ich mir dann halt irgendwann eine 20k Leitung gekauft habe. Weil es mich dann einfach angekurzt hat und bevor ich da 5 Trilliarden mal... Nachfrage und so, und ich habe für 5 Euro mehr einfach bin ich von einer 6K auf eine 20K gekommen. Warum also nicht? Und seitdem habe ich auch keine Probleme eigentlich mehr. 5 Euro mehr. Ja, wir hatten bei der 6K-Leitung ist ein Fehler unterlaufen, deswegen haben wir die 20K für einen Exklusivpreis bekommen. Wir haben nämlich ein, zwei Jahre falsch eingezahlt, also zu viel. Und dafür haben sie gesagt, gut, okay, dann tun wir euch die 20K-Leitung halt für immer für nur 20 Euro geben und ja. Habt aber Glück. Naja, sonst hätten sie uns das Geld zurückgeben müssen. Also von da aus macht das für uns keinen Unterschied. Und meine Mutter wird die Leitung eh nicht brauchen, wenn ich irgendwann ausziehe. Von daher ist es ihr scheißegal. Die wäre auch mit der 6K-Leitung zufrieden gewesen weiterhin. Aber warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nicht, ne? Lusch. Schreibitsch an. Uah. Hast du da jetzt sonst noch Quests eigentlich so im Panionhof? Oder? Ja, ich habe noch einige. Zumindest die ich jetzt beenden kann. Also Himmelshammer Notversammlung und Suche nach den Geiseln. Haben nichts mit Panionhof zu tun. Also, ich habe jetzt Plünderer Gallica habe ich noch. Hä, die haben doch gerade Blatt gemacht. Bürgermeister. Nee, nicht den Gallica. Doch, das ist der Typ, der mit Zombie Bürgermeister. Hast du die nicht bekommen? Weil ich habe die Quests abgeschlossen. Warte mal, Zombie Macher besiegt. Kann es sein, dass du den nicht bekommen hast? Doch. Oder hast du einfach noch nicht abgelöst? Ich glaube, ich muss das jetzt nur noch einlösen, ach so. Na, wenn es grün ist, dann musst du es einlösen, ja, ist ja klar. Weil dann würde ich mich wirklich gerne ins nächste Gebiet aufmachen, weil hier sind die Leute Monster auch ein bisschen heftiger. Ich kill gerade mal so einen Waldaffen hier und sag dir mal, wie viel EP ich bekomme. Ja, 40 EP bekomme ich für so einen Waldaffen. Also die werden schon stärker, die Viecher. Und da hast du ein bisschen was, wo du auch ein bisschen hochleveln kannst. Weil ich glaube, in deiner Stadt wirst du noch Jahre brauchen. Na, hier in dem... Wo ich hier gerade bin, bei den Apuria Lauerjäger und sowas sind hier zum Beispiel. Also die geben mir auch so bis zu... Warte, ich gucken mal. So einen... Lauerjäger gibt mir 52 XP. Achso, na dann beeile dich. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das Schwert hier ist wesentlich heftiger als unser Schwert, deswegen rüsten wir das einfach mal aus. Hallo? Bin ich jetzt irgendwie...
Ach, das ist dasselbe Schwert gewesen. Irgendwie, oder auch doch nicht. Jetzt habe ich das Geübte drin. Und ich habe... Ja, genau, das ist besser. Ich habe wieder ganz, ganz viel Zeug zu verkaufen. Ja, ich auch. Ich habe es wieder maßlos übertrieben. Mit meinem Eingesammler. Ja, ich habe hier auch gesammelt. Wenn ich so ein leeres Inventar habe, dann geht's bei mir, dann geht's bei mir eigentlich nur immer F, alles mitnehmen. Ja, ja. Egal was, Hauptsache man hat's erstmal. Ja, du hast eh das Inventar leer und Rüstung, bevor du dich versiehst. Oh, jetzt muss ich aber was raushauen, ey. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen unterwegs. Hier ist nämlich so ein Quest mit so einem armen Mädchen, das hier einen Ball verloren hat. Das ist ein ziemlich cooles Quest. Das dauert auch nicht lange. Es sind so 3-4 Quests, die miteinander zu tun haben. Und dann es gibt einen ganz schönen XP. Also wenn du hier runterkommen würdest, willst, dann könnten wir das angehen. Ja, wollt ihr mich verarschen? Rucksack ist voll. Ich hab doch gerade was rausgehauen. Ja, das kann sein, dass du durch unseren kooperativen Modus, den wir haben, speichern sich manche Gegenstände in einem Zwischenlager ab. Und tun sich dann, wenn du was raushaust, wieder reinhauen. Na toll. Echt, dann suche ich hier gerade Erze, aber ich finde irgendwie nichts. Du musst doch wohl Erze geben. Ich bin hier voll in der Landschaft. Geben die hier echt immer noch? Für die ich mega viel Geld bekommen könnte. Ich frage mich, ob die hier immer noch Gewürze abgeben. Aber anscheinend nicht. So. Ja, aber kill nicht zu viel, sonst bist du ja wieder. Ja, was soll ich machen? Mir wird langsam langweilig, wenn du so lange brauchst. Ich kann ja jetzt mich auch nicht hinstellen und eine halbe Stunde warten im Let's Play, bis du irgendwann mal deine 5 Viecher gekillt hast. Doch. Nein, kann ich nicht und werde ich auch nicht. Ja, ich versuche hier ja schon so schnell wie möglich. Dann lass dieses eine halbe Level, ist doch scheißegal. Spätestens wenn wir Level 20 sind, ist der Unterschied eh kaum noch sichtbar, weil du dann so lange brauchst, um aufzuleveln, dass du gar keinen Unterschied mehr hast. Oder? Naja, würde ich nicht so sagen. Wenn der eine halt schon... Also wie viel XP brauchst du jetzt gerade noch bis zu deinem nächsten Level? Also sagen wir mal, ich bin jetzt bei... Ich kann das schlecht einschätzen. Boah, du musst einfach unten gucken. Ich habe jetzt 9000... Ja, keine Anzeige. Warte mal kurz. Na, du musst draufklicken. Alter Wolke, ist manchmal ein bisschen sehr schwer vom Begriff. Du musst da ganz einfach unten auf deine blaue Liste draufklicken. Dann siehst du, wie viele Punkte du hast. 86% habe ich jetzt. Was? Du sollst mir deine Punkte sagen. Ja, ob das jetzt... Ach, ja, sag mal, ich will den Unterschied zwischen den Punkten ich wissen. Habe jetzt 10.470 von 12.096. Ja, siehst du, da bin ich 11.000 Punkte von dir entfernt. Level 20 brauchst du 30.000 Punkte ungefähr. Also das wird schon werden. Da werde ich einfach ein bisschen öfter sammeln gehen, was ich ja sowieso mache als du, weil du ja sowieso nicht so der Freund vom Sammeln und so bist. Ich gebe dir mal hier den Drachensplitter. Und dann, weißt du wie, dann kriegst du das irgendwann auch wieder aufgeholt. Also mach du dich ins Hemd und komm jetzt mit. Ich habe nämlich da ein cooles Quest. Windläuferholzschild ist glaube ich für dich. Deswegen gebe ich es dir einfach mal. So, folge mich. Oh, ist sogar ein bisschen besser als mein... Nee. Oder? Okay, ah, ne, ich nehme es erstmal. Ja, lass mich nochmal in die Stadt hier. In der Stadt... Was willst du in der Stadt jetzt wieder? Hallo? Ja, ich muss noch Sachen verkaufen. Aber in der geht das doch gar nicht. Ja, lass zur nächsten Stadt laufen, das ist besser. Oder bist du jetzt komplett voll? Ja, dann... Ja, mein Inventar ist nämlich voll, deswegen. Na ja, los, dann gehen wir jetzt gemeinsam in die Stadt. Wir brauchen ja noch irgendeinen blöden Händler. Ja, das können wir auch hier machen, ja. Wo läufst denn du lang? Ja, ich dachte, ich komme außen rum, aber...
War nicht der Fall. Anscheinend nicht, ne. So, dann laufe ich mal, dann holt der Wolke mich vielleicht noch ein. Lalalala, lalalala. Ich will wieder ein Kleid haben. Ein Kleid möchtest du wieder haben? Ich ja. Hab mein Kleid immer noch an. Du hast dein Kleid noch an? Ah, das ist der Wolke wieder. Und verwolken wir ihn mal. Verwolke den Wolke. Und verkaufen unser Zeug hier mal beim Meisterwaffenhändler von Tunlich gut und haste schon. So, das. Verkaufen wir das, das und das und dann verkaufen wir die Gewürze, die brauche ich jetzt nämlich nicht mehr. Obwohl, die Gewürze behalte ich erstmal. Die können wir eventuell später nochmal brauchen. Und den da nehme ich auch mal wieder. Das ist schlechter, das ist schlechter. Das ist schlechter. Den brauchen wir. Ne, das ist besser. Das ist schlechter, schlechter, schlechter. Der war besser, den brauchen wir nicht verkaufen. Und das da ist eine Kampfgeistlederrüstung für Drachen. Die legen wir unserem Drachen gleich mal an. Ja, da ich habe auch einige Rüstungsteile für Drachen gefunden. Ah, ich habe nur noch einen Drachen momentan. Hä? Hast du nicht im Gehege welche? Ja, aber ich meine jetzt dabei. Okay, haben wir noch was, das wir verkaufen können? Wir können das dann noch verkaufen, wir können das dann noch verkaufen. Wir können. Ha. Das können wir noch verkaufen. Ja. Gut, dann habe ich jetzt ganz gut eigentlich verkauft wieder. Den einen Trank, da kann ich auch noch verkaufen, das ist auch nicht so das Ding. Und dann können wir vielleicht noch... Warte mal, wir können ja noch... mal rausgehen und tun wir den und den austauschen. Leicht überfordert. 166 und verkaufen die beiden. So. Yay! L. .336 Abwehr und 260 Magieresistenz. Da ist das natürlich besser als die da. So, okay. Hier rennt einer nackt rum. Alter. Da hat es aber jemand gar nicht übertrieben mit der Brustgestaltung. Ja, die behalte ich mir für den vierten Drachen, sehe ich 10 mal auf. Wie alt bist du? Gleich fertig. So. Ich warte am Tor. So, da habe ich wieder zwei Drachenrüstungen zu verkaufen. Zwei Drachenrüstungsteile. Ich habe jetzt 12.000 Gold. Wait, warte mal, ich verkaufe das. Die bring ich, die hebe ich mir auf. Hier haben wir gerade gar nichts mehr. Eigentlich würde ich gerne nochmal zur Bank gehen, weil ich wieder so viel wertvolles Zeug hier drin habe. Na, komm. Dass ich mich in jeder ja, das ist blöd, ja, aber du musst es mal so sehen, umso schneller wir jetzt machen, umso schneller kommen wir endlich in die nächste Stadt und da gibt's nämlich einen und da bin ich eigentlich ständig. Wir kommen da bloß nicht hin, weil wir die ganze Zeit hier rumtrödeln. Ach so. Deswegen dränge ich euch die ganze Zeit ohne Unterbrechung, weil ich endlich in die nächste Stadt will. Da gibt's nämlich auch geile neue Drachen und sowas. Okay, dann komme ich jetzt wieder mit. Ach halt, diese eine Quest, von wem haben wir diese blöde Quest denn hier bekommen mit kill den und den und die und die und... Ja wow, kill den und den und die ist wirklich eine ausgesprochen gute Beschreibung, da weiß ich auch sofort... Du weißt doch, hier die...
den Plünderer und so in der Zombie-Stadt. Komm mit. Miau. Ah ja, hier unten von dem, genau. Genau von dem. Genau. Kurz einen Schluck trinken. Flup. Ja, hab ich gemacht. Ja, fertig. Fertig. Zack. So. Na dann. Jetzt muss ich nur noch hier Himmelshammer Notversammlung und. Ja genau, da gehen wir hin, die beiden Quests. Okay, bist du jetzt schon vorgeflogen? Ja, ich bin schon am Ende der Stadt. Achso. Ich lasse die Minimap auch mal so groß, weil da Wolke hat immer so ein Problem, mich zu finden, da finde ich ihn wenigstens jedes Mal. Na, ich muss nur dann M drücken. Ich muss halt nur mal drauf schauen. Ja, du kannst deine Minimap auch vergrößern. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. So. Dann gehen wir jetzt zu dem großen Mühlenrad hier und da sieht man schon, da ist unser erstes... Da ist unser erstes Quest und zwar können wir hier zu dem Pax Plus Crystal gehen und unser Quest beenden und kriegen von denen gleich ein nächstes. Ich möchte zu gern wissen, was die dort wohl aushecken. Der beste Weg, das herauszufinden, ist wahrscheinlich über eine über ihre gehamsterten Vorräte. Erbeuten für uns Aurea-Pakete von den Aurea-Transportern in der Gegend. Wir werden sicher nützliche Informationen darin finden. Natürlich, mache ich. Emily Killeen. Die Aupiras haben mir einen Hut geklaut. Ich kann nicht ohne Hut durch die Gegend rennen. Seht euch doch nur meine Frisur an. Ich werde mit einem neuen Ich werde mir einen neuen beim Lederer bestellen, aber ohne Deko kann ich den bestimmt nicht tragen. Bringt mir drei Farben Vogelfedern. Boah, Alter. Wir würden sich gut an meinen neuen Hut machen. Was für eine aufgeblasene Kuh, ey. Die Kürbisse, die ich pflanze, sind preisgekrönt. Gut genug, um die nationalen Wettbewerbe zu gewinnen. Sie sind nicht dazu da, dass dieses Gewürm darauf herumtrampelt und sich daran gütlich tut. Würdet ihr mir vielleicht helfen, meine Felder zurückzuerobern? Dann nehmt diese Schießpulverzünder und versteckt sie in den Kürbissen. Sie werden von alleine zünden und die Ratten und Zombies anducken, die in der Nähe stehen. Und dann folgt die Explosion. Ihre Leichen werden guten Dünger für meine Felder abgeben. Ist auch gut, dass du deine preisgekrönten Kürbisse beschützen willst und sie dafür in die Luft jagst. Ich habe noch nie was Intelligenteres gehört. Fai Sopot. Ich habe einen Traum. Einen Traum, in dem es keine Ratten gibt. Hm? Ach was, die Nahrungskette käme auch gut ohne sie aus. Hey, ihr geht so aus, als hättet ihr einen robusten Magen. Die Schmutzratten hier in der Gegend verbreiten durch ihre bloße Existenz alle möglichen Krankheiten. Ihre Bisse töten die Leute beinahe und meine Arzneien helfen einfach nicht mehr. Ich wette, die Biester sind inzwischen einfach mutiert. Würdet ihr mir etwas von ihrem Blut bringen, damit ich ein neues Gegenmittel arbeiten kann? Na klar, mache ich das. Und da haben wir noch zwei Quests. Einmal von Pit Geiger. Ah, haben wir sogar drei. Abenteurer, ich muss euch von meinen Gefallen bitten. Meine Patrouillen von Aboran sind schleunigst hergekommen, als sie mir von der ungewöhnlichen Lage in Pionstadt gehört haben. Und fand heraus, dass die Pion-Wasserbrücke zerstört worden war und die Bürger von Pion gegen die Ratten kämpften. Wir halfen den Bürger von Pion, die Samoa-Wasserbrücke zurückzuerobern, aber das Ausmaß der Rattenangriffe ist einfach zu groß. Wir sind also hier in Stellung gegangen und warten auf Unterstützung. Das Problem dabei ist, dass uns das Essen ausgeht. Würdet ihr für uns Parsing-Wildschweine in Ost-Parsing-Wäldern jagen? Nur 5 Stück Wildschweinfleisch würden uns schon reichen. Na klar, mache ich das. Rattenfänger von Samoa. Dieses ekelhafte Apuria-Transporter. Die schicken jeden Tag tote Menschen nach Samoa-Zorn, sicher für die kranken Experimente der Shucks. Wenn ihr hier auch nicht untätig herumsitzen wollt, tötet die Apuria-Transporter für uns. Na klar, mache ich auch. Teufelschuppendrachen, ich möchte euch eine Aufgabe anvertrauen. Zuvor hatten nur Aupuria-Geiseln Samoas Zorn besetzt, aber kürzlich erschienen wir aus dem Nichts Teufelschuppendrachen und machen es mir und meinen Männern unmöglich, näher heranzukommen. Werdet ihr euch in Samoas Zorn begeben und ein paar Teufelschuppendrachen loswerden? 5 sollten reichen. Na klar, ich gehe einfach mal los und kill 5 Drachen, warum nicht? Und Bobolille.
Jede Mitternacht weht ein Aroma von bratenem Fleisch aus Samos Zorn herüber, der unsere Mägen laut aufknurren lässt. Wir können nicht mal schlafen. Das gehört allein zum Plan dieser verdammten Rattenpest. Sie wollen uns zermürben. Ihr seid Nerimer, nicht wahr? Pitch sprach von jemandem, der Samos Zorn untersuchen soll. Das müsst ihr gewesen sein. Wenn ihr doch sowieso dorthin geht, würdet ihr mir etwas von dem Essen bringen, das die Ratten dort kochen? Na klar, bringe ich dir einfach mal Rattenessen mit, warum auch nicht. Der Wolk ist schon heftigst dabei, die Quest zu erledigen, sehe ich da. Ja, mega heftig. Ich habe bis jetzt einen Apuria-Transporter gekillt, jetzt zwei. Ja, ich bin auch gerade dabei, ich greife mal alles an, was ich finde. Parsing-Wildschweine brauche ich ja auch, dann nehme ich mir die gleich mal mit. Genau. So. Da haben wir neue Quests, leveln auch viel schneller auf. Da hält man sich daran auf, irgendwie sinnlos. Huah! Ne? Hab ich, okay. Drei Farbenvögel brauchen wir noch, die nehmen wir auch mit. Ja, die sind hier alle, die sind total easy zu killen. Ja. Naja. So, da haben wir noch ein Parsing-Wildschwein. Da haben wir momentan drei. Jetzt haben wir vier. Tut sich deine Quest auch gerade mit erledigen, oder? Du müsstest die Parsing-Wildschwein-Quest jetzt fertig haben. Nee, hast nicht? Okay, dann funktioniert das so nicht. ich brauche jetzt Ratteneintopf. Einen Drei-Farben-Vogel brauche ich noch. Ja. Teufelsschuppendrachen. Also ich brauche jetzt also die Wildschweine habe ich jetzt alle, ich brauche jetzt die Transporteure noch. Dann komm mal runter zu mir, weil dann können wir die Drachen gemeinsam machen und dann haben wir das Quest gleichzeitig fertig, weil die sind ein bisschen schwerer Platz zu machen, die Drachen. Ja, und dann warte, lass mich hier die Transporteure noch machen. Ja, die sind auch hier unten. Ich bin hier gerade bei den Transporteuren. Aber das geht genau runter zu den Drachen. Ich habe die Gegend hier ja schon mal gemacht, deswegen kenne ich mich hier so gut aus. Ja, und dann hier sind drei Farbenvögel, da hole ich mir fix drei. Die gehen ja ganz schnell hier. Zack, zack. So. Hier ist noch ein Drache. Quatsch, ein Drache. Eine Wache. Haha, hat sich gereimt. Drachenwache. Drache erwache. Hä? Ich hatte doch nur 3 von 5 Wildschweinfleisch. Das haut doch hier irgendwie nicht hin. Egal, dann mache ich das gleich noch fix fertig. Ich hatte doch gerade schon... Rucksack ist voll. Dann kaufe ich mal die Essenskrümel weg und die Knochen können wir noch weghauen.